Hallo, grüezi Mobbing und herzlich willkommen zu der Meta-Arena Nummer 92. Wie immer mit dabei, der Jens. Hallo Jens. Hallo Kurz. Das funktioniert doch schon mal wesentlich besser und ich hoffe jetzt auch vom Ton her kommt es besser. Es wird aber von Woche zu Woche wahrscheinlich noch ein bisschen besser klappen. Ja, wir fangen an, wie gewohnt, mit dem Feedback von der Meta-Arena 91. Der Graben schreibt, fand das Format so sehr angenehm, vielleicht das Mikro von Jens etwas lauter stellen, falls möglich. Ja, haben wir bereits gemacht, jetzt müssen wir einfach schauen, dass es mit all diesen verschiedenen Clips wieder aufgeht, aber ja, wir versuchen es. Schön, dass ihr in dieser Zeit trotzdem weitermacht. Prost oder Props, je nachdem, wie man es gerne gelesen haben möchte. Beste Dank dafür. Dann haben wir das Wahnsinn, wo schreibt, kurz, du hast ein Velo. Da komme ich nachher drauf. Und dann schreibt er weiter, zum Thema Masturbation in der ÖV. Also ich finde, das brauchst du, wehe wenn nicht. Ich meine, wo kommt man denn da noch hin? Und das ist jetzt so eine Aneinanderreihung von Aussprüchen, die ich gerne benutze. Allerdings in diesem Kontext sehe ich das entschieden anders. Das braucht es überhaupt nicht. Jens, Masturbation in der ÖV? Kommt nicht gut. Nein, die Frage ist, nein, lieber nicht. Aber wir müssen immer daran denken. In der Elende Leute im Zug sind, ist es... Es ist halt. Wegen dem Velo. Da kann ich nur dazu sagen, wir hatten es letzte Woche davon gehabt, ob ich beim Wetterumschwung trotzdem noch das Velo nehme. Ich habe es also durchgezogen, ich war gerade von mir selber überrascht gewesen. Danke, danke. Und auf seine Frage, was du hast ein Velo, habe ich gedacht, ja, das können wir doch einmal zeigen. Ja, ich habe ein Velo. Und ich habe ein sehr abgefucktes Selfie müssen machen mit der Kamera, wo alles drauf mag, damit man das Velo überhaupt sieht. Und darum hat es mir meine Arme so verzogen. Also für die, die es nur hören, ihr habt Glück gehabt für das Mal. Aber ja, da wäre der Beweis, ich habe ein Velo. Wobei eigentlich Besitzverhältnisse sind nicht so eindeutig, weil es ist das alte Velo von meinem Bruder. Aber ja, ich nutze ein Velo. Wir kommen zu einem altbekannten Thema, und zwar zum Nachrichtendienst vom Bund. Da hören wir unseren Ausschnitt aus der Meta-Arena 68 an. Das war am 28. Juni 2019. Ja, zu den ernsteren Sachen. Wir kommen wieder mal zum Nachrichtendienst. Und er hat geantwortet. Oh! Auf meine Anfrage wegen Auskunft. Ich tue das nochmal verlinken, natürlich, den Musterbrief. Also ich kann das jedem empfehlen, zum auch machen. Ich habe dann da schön die Antwort bekommen, dass das alles gemäss Artikel so und so alles gültig ist. Ich habe ID mitgeschickt, alles wunderbar. In diesem Sinn würden sie mir jetzt Auskunft erteilen. Und dann sagen sie da in diesem System bla 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 bla, OSINT-Portal oder so. Es hat da eine ganze Liste mit diesen verschiedenen Systemen. Haben sie also keine Daten über mich. Gut, ich denke, super, dann habe ich jetzt auch noch Bestätigung dafür. Nein, eine Bestätigung habe ich noch nicht. Weil, aufgrund einer technischen Änderung ist zurzeit eine Suchabfrage nach Personen im Informationssystem ELD nicht möglich. Bla 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 bla. Und dann die Auskunft darüber, ob der NDB im Zeitpunkt ihres Auskunftsbegehrens Daten über sie in den Systemen, bla 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 bla, all die Systeme, bearbeitet hat, wird aufgeschoben. Das heisst, sie bringen es nicht an, eine Personenabfrage in allen ihren Systemen durchzuführen. Sie wissen schlicht nicht, ob sie Daten haben über mich. Finde ich bedenklich. Schmeckt für mich wie ein Militär. Oh, mega. Wenn du da schaust, die einen Dinge kennt man auch noch vom Militär. Mm-hmm. Das hat natürlich gewisse Schnittstellen. Ja, das war im Juni 2019. Und jetzt, Anfang April 2020, habe ich wieder mal Post bekommen, wie du da siehst. Und zwar vom Nachrichtendienst. Persönlich.
Und dort drin heisst es, da die technischen Voraussetzungen dafür wiedergegeben sind, können wir Ihnen nun die betreffende Auskunft erteilen. Die Abfrage hat ergeben, dass der NDB zum Zeitpunkt des Eingangs Ihres Auskunftsbegehrens keine Daten über Sie im Informationssystem ELD bearbeitet hatte. Jetzt ist der Zeitpunkt von meinem Auskunftsbegehren allerdings irgendwann im Mai 2019 gewesen. Das heisst, wenn ich jetzt nochmal Büro anfrage, hätten sie mich dann drin, weil ich schon mal angefragt habe. Ich bin wirklich am überlegen, wenn mir dann da noch sehr langweilig wird über Ostern, um einfach nochmal ein Gesuch zu stellen, um das herauszufinden. ja, bei der Metarena 68 kann man sich den ganzen Zauber noch anhören. Dort ist das Gesuch mit dem Musterbrief ist verlinkt. Das kann also jeder Bürger einfach machen und die müssen dann Auskunft geben. Ich kann das sehr empfehlen. Aber ja, da wäre jetzt noch der offizielle Abschluss von dieser Episode Nachrichtendienst. Oder ja, der vorläufige Abschluss, also ich schreibe dann nochmal. Zu der Antwortseite kann man eigentlich nur sagen... Das macht einem schon sauer. Aber immerhin haben sie es noch geschafft. Ja. Regio TV. Mhm. Tele 1 Nachrichten. Ich habe TV geschaut, 60 News und habe wieder nach Beiträgen Ausschau gehalten, die nichts mit Corona zu tun haben. Dürftig. Einen habe ich mit dabei, allerdings nicht den, den wir jetzt sehen. Wir sehen jetzt zuerst einen Corona-Beitrag und zwar geht es um die Post. Was hat dann die Post so zu tun in diesen Zeiten? Ja, wir hatten ein gröberes technisches Problem gehabt, darum hat es ein Schnittchen gegeben und wir fangen jetzt an mit der Post. Ja, wir haben es gerade gesehen, die Onlinehändler gehören zu den wenigen Gewinnern der Corona-Krise. Und genau weil der Onlinehandel so floriert, kommt das zweitgrösste Paketzentrum der Post, das Frauenfeld, an seine Grenzen. Zurzeit sind es fast 500.000 Päckchen, die jeden Tag abgefertigt werden, gleich viel wie der Vorweihnachtszeit. Das Problem, wegen der Schutzmassnahmen vom Bund kann das Paketzentrum nicht mehr so viele Mitarbeiter einsetzen, wie eigentlich nötig wären. Tobias Lehnherr. Zum einen haben wegen der Corona-Krise viel Geschäft zu und zum anderen haben die Leute daheim Zeit für Online-Shopping. Das Resultat sieht man hier im Paketzentrum Frauenfeld. Der Verteilbetrieb der Post wird in diesen Tagen regelrecht mit einer Päckchenflut überschwemmt. Ohne Überstunden und Wochenendschichten wäre das nicht mehr zu bewältigen. Für diese Jahreszeit hat es noch nie gegeben, ist absolut außergewöhnlich die Menge. Wie schnell das auch angestiegen ist. Bei den normalen Paketen haben wir eine Zunahme von bis zu 40%. Und die Schwierigkeit ist, Social Distancing einzuhalten gleichzeitig. Wenn wir früher bei vielen Paketen hatten wir zwei Personen in einem Container, die ausgeladen haben, das dürfen wir heute nicht mehr. Heute ist nur noch eine Person. Also das erschwert den ganzen Prozess natürlich deutlich. Als Konsequenz davon wird die Post ab sofort kein Sperrgut mehr ausliefern, das grösser ist als 1,50 Meter. Wir legen grossen Wert Social Distancing auch in der Sortierung aufrechtzuerhalten. Und wenn Sie solche Päckchen haben, wie hier ein Velo oder eine Matratze, die müssen Sie das zweite nehmen. Wenn Sie das zweite nehmen, sind Sie automatisch zu näher. Müssten Sie dann nicht eigentlich Päckchen erst ab 2 Meter annehmen? Weil dann könnten Sie ja mit genug Abstand die 2 Meter Päckchen transportieren. Aber ich bin Laien auf diesem Gebiet, wie man sicher merkt. Das Päckchen kostet noch exponentiell, wie man den Küchen schneiden. Das wäre auch im Interesse von der Post. Darum haben wir jetzt neue Längenmasse eingeführt, maximal 1,50 Meter. Und das, obwohl als Folge der Ladenschliessungen ein grosser Teil der Warnungen über den Postweg erhältlich ist. Was hier alles ankommt, bringt die Mitarbeiter eng mal zum Staunen. Also jetzt haben wir vor allem Velo, Hometrainer. Habt ihr gesehen? Ich habe schon ein Velo. Rudergerät, alles mögliche für den Garten, Gartenerde, Garetten, alle solche Sachen werden jetzt zusätzlich verschickt. Aber auch die Post muss sich am Coronavirus beugen, zumindest teilweise.
Mit dem Sagen vom Bund setzt der Staatsbetrieb die gesetzlich vorgeschriebenen Zustellzeiten von Brief und Päckchen vorübergehend aus. Sprich, man muss sich auf Verspätungen einstellen. Also macht B-Post endlich einmal Sinn. Wir setzen alles daran, dass es rechtzeitig ankommt. Aber das Grundangebot ist ausgesetzt worden. Wir dürfen ein bisschen länger haben für die Laufzeiten. Nichtsdestotrotz ist die Post aktuell in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite müssen die Gesundheit der Mitarbeiter schützen und auf der anderen Seite Päckchen und Briefzustellung sicherstellen. Sollte sich die Corona-Krise weiter verschärfen, sind noch weitere Anpassungen bei der Dienstleistung nicht ausgeschlossen. Hast du Beiträge zu der Post? Alles interessante Entwicklungen in dem Sinne, oder? Die Mobilität vom Personal und dort so viel Material zueinander zu schaffen, ist speziell. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob du noch mal ein Mühe an deinem Gain müsstest schrauben. Habe ich geschraubt. Sehr schön. Jetzt kommen wir zum Beitrag, der nichts mit Corona zu tun hat. Was erlaube Frauenfeld? Was erlaube Strunz? Ist es Wahlbetrug? Ich habe mal noch ein Fragezeichen hinein gemacht, aber es schmeckt nach Wahlbetrug im Thurgau. Der Verdacht wird immer schwerer, dass bei den Thurgauer Grossratswahlen beschissen worden ist, zu Ungunsten von den Grünliberalen. Die Staatskanzlei hat darum jetzt eine Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Auf dem Spiel steht nicht nur eine mögliche Sitzverschiebung im Parlament, sondern auch das Vertrauen der Wahlberechtigten. Der Tobias Lehnherr mit den Hintergründen. Schon am Wahlsonntag, am 15. März, ist dem GLP-Präsident von Frauenfeld, Andreas Schelling, das Resultat von seinem Bezirk Gspässig vorgekommen. Nur 27 unveränderte Wahlzettel sind angegeben. Im Vergleich vor 4 Jahren sind es noch über 150 gewesen. Also ich habe nachher am Sonntagabend, ist mir das so in den Kopf gegangen und ich konnte nicht schlafen. Und einfach gefunden, jetzt, das muss ich mal der Staatskanzlei mitteilen. Ich bin nachher am Montagvormittag in die Staatskanzlei gegangen, habe das mitteilt. Und dann nach relativ langer Überzeugungsarbeit haben sie dann den Auftrag gegeben, am Wahlbüro Frauenfeld, der Stadt Frauenfeld, eine Kontrolle zu machen. Und prompt sind 100 GLP-Stimmzettel im SVP statt im GLP-Beigli gelegen. Das machen 3200 Stimmen aus, fast einen Sitz im Grossen Rat. Das ist für mich eine Frechheit, was da gemacht worden ist. Aber auch mit diesen Stimmen geht es für Andreas Schelling immer noch nicht auf. Ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass es ein Fehler ist. Aber je länger ich das jetzt untersuche, umso mehr vermute ich, dass es Absicht ist. Das ist eine Sauerei. Verdacht hat auch die Staatskanzlei vom Kanton bekommen. Das Wahlbüro Frauenfeld arbeitet mit sogenannten Laufzetteln, die die Stimmenzähler ausfüllen. Der Vergleich mit denen und der Kontrolle der physischen Stimmzettel hat dann aber eine unerklärliche Diskrepanz von 100 Stimmzetteln ans Tageslicht gebracht. Es kann sein, dass da tatsächlich jemand bewusst manipuliert hat, bewusst 100er Big beispielsweise von der einen Partei zu der anderen Partei ist verschieben oder 100er Big dazugefügt hat und bei einer anderen Partei 100er Big weggenommen hat. Wir wissen das einfach heute noch nicht und haben darum eine Strafanzeige gemacht und jetzt ist es Aufgabe der Staatsanwaltschaft, dann da versuchen herauszufinden, was passiert ist. Der Stadtpräsident von Frauenfeld war selber Kandidat und war darum nicht im Wahlbüro. Es ist jetzt aber wichtig, um dem auf den Grund zu gehen. Ich gehe davon aus, dass jede und jeder seine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat. Sollte etwas anderes zutage kommen, dann wird das für die betreffende Person wird das Konsequenzen haben. Ob man aber jemals jemanden zur Rechenschaft suchen kann, daran zweifelt Andreas Schelling. Die lange Verzögerung hätte eigentlich dazu können benutzt werden für Verdunkelung und für zum Beweisvernichten. Beispiel, was war in der Abfallkübel hinein? Sind eventuell noch ein Bündel von Wahlzetteln in der Abfallkübel gelandet? Das wissen wir nicht. Und wird man wahrscheinlich auch nie anweisen können.
klar ist. Aber jetzt schon, nach der Affäre, ist das Vertrauen von der Stimmbevölkerung im Thurgau mindestens angeschlagen. Ja, das ist absoluter Blödsinn und es ist auch ein Skandal. Aber man muss noch erwähnen, ein Gutes hat ja die analoge Stimmzählerei gleich noch. Man kann es noch nachvollziehen. Mhm. Man stelle sich vor, der Verdacht wäre beim E-Voting aufgekommen. Man hätte keine Chance, um noch irgendetwas nachzuprüfen. Ja. Man müsste es schlicht wiederholen. Darum pro analoge Stimmen auszählen, auch wenn es da natürlich kann vereinzelt so Fehler geben, aber die kann man dann wenigstens noch aufklären. Ja, ich hoffe, sie klären es auch noch auf. Das mit Biegen im Abfallkübel kann man, ist natürlich wirklich schwierig. Ja, so viel zum Thurgau. Also bei uns wäre das natürlich nie passiert. Im Winterthur läuft das immer einwandfrei, weil wir wissen... Winterthur ist doch ein wunderbares Beispiel. Arena. Yeah. Hey, willkommen in der Arena. Geile Sache, geiler Abend. Ja, wir kommen zu der Arena vom 3. April. Es gibt ein kurzes Corona-Update. Wir fangen an mit Intro und Gästen. Und wie du auch am heutigen Intro wirst merken, habe ich wieder Zeit gehabt zum Fernsehen schauen oder respektive Film schauen. Heute in der Arena. Und einfach fürs Protokoll, ich bin mir jetzt gerade das Imperium schlägt zurück am Reinziehen und habe das jetzt müssen unterbrechen, um da die Meta-Arena aufzunehmen. Es ist so ein zweischneidiges. Esther Friedli, Nationalrätin SVP. Sie sagt, je länger die Wirtschaft stillsteht, desto schlechter für die Menschen. Jetzt braucht es eine Maskenpflicht, um die Unternehmen möglichst bald hochfahren zu können. Flavia Wasserfallen, Nationalrätin SP, sagt, wann wir die Einschränkungen lockern können, bestimmt nicht die Politik, sondern das Virus. Wir müssen unbedingt einen Zusammenbruch des Gesundheitswesens verhindern. Ruhr-Dinosa, Ständerat FDP, sagt, die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Der Bundesrat muss eine Strategie vorlegen, wie und wann wir wieder zur Normalität zurückkehren. Lorenz Hess, Nationalrat BDP, sagt, wenn die Menschen diszipliniert bleiben, kann man die Wirtschaft langsam und dosiert rauffahren. Aber Achtung, jeder glaubt aktuell, er sei ein Experte. Außerdem zugeschaltet Franziska Rieser, Nationalrätin Grüne. Für die Sozialpartner Valentin Vogt, Präsident Schweizerischer Arbeitgeberverband und Daniel Lampard, Chefökonom Schweizerischer Gewerkschaftsbund. Die Arena, moderiert von Sandro Protz. Ja, und das verändert unseren Parteiencounter wie folgt. Wir haben Frau Friedli von der SVP plus 1 macht 95, Frau Wasserfallen von der SP plus 1 macht 89, der Herr Noser von der FDP plus 1 macht 83, dann Frau Rieser von der Grünen plus 1 macht 50 und der Herr Hess von der BDP plus 1 macht 18. Dann habe ich ganz viel Blabla weggelassen und wir starten direkt mit dem Einspieler zu den verschiedenen Szenarien. Also, ganz runterfahren oder langsam wieder rauffahren, das ist im Kern ein bisschen die Frage, wo sich im Moment viele Szenarien darum drüllen. Exit-Strategie ist ein Begriff, den wir neu kennengelernt haben. Eben, wie soll es dann weitergehen? Aber auch um die Wirtschaft nicht ganz abwürgen. Bis am 19. April gilt ganz sicher noch Ladenschliessungen oder eben Ansammlungen ab 5 Personen, die verboten sind, oder eben auch Fernunterricht. Aber wie geht es nachher weiter? Wir haben mal versucht, 3 Szenarien aufzuzeigen, was könnte nach dem 19. April passieren. Und Jens, von dir hätte ich nachher gerne ein 1, 2 oder 3, ob du wirklich richtig stehst. Respektive Einschätzung, welche Massnahmen dürfte es deiner Meinung nach geben? Erstes Szenario. Der Bundesrat verlängert die außerordentliche Lage und die aktuellen Maßnahmen. Das heißt,
Restaurants, Kinos und Schulen bleiben geschlossen. Läden, die zur Grundversorgung wie Lebensmittel beitragen, bleiben offen. Zweites Szenario. Der Bundesrat verschärft die Maßnahmen. Das könnte bedeuten, auch Industriebetriebe werden geschlossen. Ebenso Baustellen. Zudem dürfte man die Wohnung nicht mehr verlassen. Außer in dringenden Fällen, etwa um Lebensmittel einzukaufen. Drittes Szenario. Der Bundesrat lockert die Maßnahmen. Kinder gehen etwa wieder in die Schule. Läden und Restaurants dürfen öffnen. Menschen begegnen sich wieder häufiger. Und Betriebe haben wieder mehr Arbeit. Tja. 19. April. Was denkst du? Oder was hättest du gern? Wir können auch Wunschkonzert machen. Ich denke, also ja, Wunschkonzert wäre immer so, das nochmal so weiterziehen. Das Ganze gerade lockern? Nein, absolut nicht. Das wäre das Dümmste, meiner Meinung nach. Eben darum bin ich immer zwischen weiterziehen und je nachdem sogar verschärfen. What? Ja, das sind die zwei Szenarien, wo ich eigentlich so ein bisschen möglich halte. Je nachdem, was passiert, je nachdem, wie es aussieht, bis man wieder zu Ende, das sind nur ein paar Tage. Ja, ich tendiere auf die schrittweise Lockerung. Nicht gerade am 20. Das ist das, was ich eigentlich so immer denke, dass es wahrscheinlich kommt, aber nicht unbedingt das, was ich mir wünsche. Bitte, du willst dich weiter in deiner persönlichen Freiheit einschränken lassen? Oh wow, ich habe mein Privatleben, wo sich kein Santi verschoben hat in irgendeine Richtung. Zucken einfach alle anderen auch daheim. Also. Okay, du willst nur andere in der persönlichen Freiheit einschränken. Das ist natürlich etwas komplett anders. nein, also ich wäre schon dafür, dass man, wenn es medizinisch verhebt, dass man das wieder lockert. Das ist klar. Aber eben, wir werden es am 19. ja dann gesehen. Und darum habe ich auch all das Spekulieren von den lieben Politikern genau so weggelassen. Wir haben jetzt einfach als Ersatz unser Spekulieren gehört. Was aber noch interessant ist, warum hat dann der eine offen und der andere darf nicht? Und da haben sie in die Schweiz rausgeschaltet und da hören wir doch mal rein. Redet immer mal wieder über Betroffene, aber ich möchte vor allem mit Betroffenen reden. Wir haben einen Aufruf gemacht, auch wieder auf diese Sendung hin. Und ich kann sagen, wir sind überschwemmt worden. Hunderte von Mails, die es gegeben hat, wie schon in der Voragenda. Sendungen, so viel, wie ich noch nie erlebt habe, seit ich hier in dem Studio stehe. Und das ist jetzt doch auch schon ein Jahr her. Zum Beispiel jawohl, Gratulation zum ersten Jahr. Man darf noch erwähnen, die Ankündigung, dass er Arena-Moderator wird, haben sie am 1. April publiziert gehabt. Darum haben wir das zuerst ja nicht geglaubt, wenn du dich erinnerst. Ein Mail, das kam, ist von Meinrad Fleischmann. Er ist Mitinhaber von einer Kleiderboutique in Thalwil am Zürichsee. Guten Abend, Herr Fleischmann. Guten Abend, Herr Brotz. Ihr Geschäft ist natürlich zu. Sie haben auch Kurzarbeit beantragt. Ganz ehrlich, wie ungeduldig sind Sie ganz persönlich schon, dass es mal endlich Fürsche gehen soll und man vielleicht ein bisschen die Massnahmen lockert? Für die, die es jetzt nur hören und sich gerne ein Bild machen würden, er hat ein bisschen etwas vom grünen Feld, wo am sonst in der Arena steht. Da der Wirtschafts-Think-Tank tut. Also ich habe voran das Stichwort Perspektive gehört, sehr gern aufgenommen, weil wir sind ungeduldig. Grundsätzlich wollen wir arbeiten. Wir wollen nicht uns bis unter das Dach verschulden, auch wenn wir heute einfach Zugang zu Geld haben. Und wir wollen auch nicht vom Staat abhängig sein. Also wenn du das so hörst, dann musst du doch pro Lockerung sein, eindeutig. Jens, bist du noch oben? Jens? Ja. Hörst du mich? Ja, jetzt schon. Ja, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Hörst du mich auch? Ja. Du hörst mich? Ja, ich höre dich. Okay. Hast du mich die ganze Zeit gehört?
Ja, es hat einfach relativ geschluckt und so, aber ja, hat ich gehört. Okay, wir haben da glaube ich eine gewisse Latenz noch irgendwo umeinander. Ah, ich spiele einfach den Clip weiter und bin ruhig. Und ich bin der Meinung, dass wir heute die Möglichkeit, beziehungsweise sicher nach dem 19. April Möglichkeit haben, stufenweise differenziert die Wirtschaft und langsam wieder raufzufahren, Läden differenziert zu öffnen. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich plötzlich in einer Großstadt alle Läden wieder auftune und damit wieder zu Massenansammlungen führe, oder ob ich zuerst die dezentrale Versorgung wieder langsam anlaufen lasse, wo man die Social Distancing-Regeln locker kann aufrechterhalten. Das hat man jetzt bei den Bäckereien auf dem Land gesehen. Wieso kann das der Blumenladen auf dem Land nicht so haben? Oder kleine Boutiquen wie mir, wo, ich muss es sagen, wir haben manchmal 2-3 Kunden pro Tag und können sicherstellen, dass wir ganz sicher nie näher als 2 Meter kommen. Das ist doch eine clevere Argumentation. Oder nicht? Unser Gespräch verhält sich sehr einseitig heute. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hörst mich nicht. Jo. Doch, ich höre dich. Dann antwortest du mir einfach nicht. Ich habe keine Frage von dir gehört. Das hat auch, jedes Mal, wenn ein Clip läuft, lägt das Ganze extrem. Je nachdem, wenn du etwas sagst, während sonst eine Spur läuft, kommt also, das bei mir nicht durch. Okay, ich habe eigentlich den Clip beenden können. Aber jetzt so, höre ich einfach Also gut, ich habe gefunden, was habe ich gefunden gehabt? Genau, gemäß seiner Argumentation müsse doch das klar nach einer Lockerung tun. Das kann doch funktionieren, oder was spricht da dagegen? Ich habe mega leid. Ich nicht irgendwo die lässige Wartemusik. Denn aus lenischem Geist wächst von Stalin gespeist die Partei, die Partei, die Partei. Ich habe die Wartemusik nicht gefunden, aber ich sehe, das ist wenigstens angekommen. Du hörst mich. Also probieren wir es nochmal. Was gegen die Argumentation von dem Herr spricht, das hat die Frau Rieser von den Grünen noch zusammengefasst. Ich möchte da vorne einen Satz sagen zum Herrn Votum vorne vom Herrn Hess. Es ist nicht so, dass jetzt bewusst Ungerechtigkeiten gemacht worden sind zwischen verschiedenen Unternehmen, dass eine kleine Bäckerei noch darf offen haben, eine Boutique oder ein Bücherladen nicht. Sondern es geht nicht nur darum, wie gross das Geschäft ist, dass man das Social Distancing oder Physical Distancing kann einhalten kann, sondern es geht vor allem darum, dass man überhaupt den Kontakt muss minimieren muss. Dass überhaupt so wenig Geschäfte, das sollte offen haben, wie nur überhaupt möglich, dass die Leute auch nicht im ÖV unterwegs sind, dass sie wirklich nur in die Stadt oder das Dorf gehen, wenn sie die Lebensmittel einkaufen. Also dass wirklich nur die Geschäfte offen haben, die jetzt systemrelevant sind, also insbesondere Lebensmittel oder Apotheken offen haben. Das ist der entscheidende Punkt. Natürlich kann man in verschiedensten kleinen Läden die BAG-Massnahmen einhalten, aber jeder Laden, der offen hat, führt dazu, dass die wieder raus müssen, Mitarbeiter wieder raus müssen, dann Kunden wieder rausgehen und das gibt automatisch viel mehr Leute im ÖV und. Darum hat man die zugemacht. Das ist also sehr hübsch erklärt gewesen. Mhm.
Dann, dir ist sicher auch aufgefallen, wird die Diskussion mit den Masken wird immer wieder geführt. Nützt jetzt das etwas? Nützt jetzt das nichts? Was soll jetzt das? Es sind auch immer mehr Masken wieder auf der Straße. Ja, was ich per se nicht schlecht finde. Auch da wieder eine Lernkurve in den vergangenen Wochen. Und wir schauen da den Arena-Clip dazu. Wie ist jetzt das mit diesen Masken? Heute Abend ist niemand vom BAG bei uns, aber es ist jemand bei uns, wo wir beim BAG gearbeitet haben. Lorenz Hess, ich schaue Sie an und möchte Ihnen etwas zeigen aus dem Pandemieplan. Dort drin steht Folgendes. Im späteren Verlauf der Pandemie stehen folgende Massnahmen im Vordergrund. Hygienemasken. Das ist eine von sechs Massnahmen, die man ausdrücklich hier sagt. Und eigentlich ist es so, dass in jedem Haushalt ein Vorrat von 50 Masken müsste sein. Jetzt zeigt aber das BAG zu diesen Masken und zu dem Widerspruch zwischen dem, was im Pandemieplan steht und von dem, was man sagt, das da. Ja, es ist ein gewisser Widerspruch, wenn man es so anschaut. Aber der Maskenvorrat, den man im Pandemieplan vorgesehen hat, der gilt natürlich auch, für dass man Masken hat, wenn man krank ist und rausgeht. Oder wenn man krank ist und in der Familie Masken tragen würde. Masken sind in erster Linie wirklich gut, wenn sie eine kranke Person trägt. Also damit man nicht andere anhustet. Dort ist ganz klar, da gibt es auch Studien dazu. Und es gibt natürlich auch Studien, dass sie im professionellen Bereich einen Schutz bieten, sowohl für die, die sie tragen, wie für die, die sie übertragen können. Bei aller Sympathie für den Marathon- und Tourläufer Daniel Koch, da haben wir doch ein Debakel. Wir haben einfach zu wenig Masken, oder? Es mag sein, dass zu wenig da sind. Das ist möglich. Und das ist eine der Lehren, die man daraus ziehen muss. Andererseits ist jetzt zurecht gestanden im Plan, in einem späteren Verlauf wäre es möglich, dass man sie braucht. Ich glaube, es war richtig gewesen, dass das BAG und Herr Koch am Anfang von Masken haben abgeraten. Aber dort ist es darum gegangen, dass die nicht aufgekauft werden, ähnlich wie Toilettenpapier und sonst so komische Hamsterkäufe, weil man hat gesagt, man braucht Masken dort, wo eben in einem späteren Verlauf vielleicht ganz wichtig ist. Wenn man jetzt zu dem späteren Zeitpunkt in einem Bereich sagt, dort will man es, dort braucht man es, dann ist das okay. Aber ich glaube, es ist gefährlich zu sagen, legen alle Masken an, so die Signale sind jetzt ein bisschen von Österreich gekommen und das ist gut. Aber jetzt und da unterbricht der Sandro Brotz ganz frech. Dabei hat der Herr Hess noch einen Punkt und den dürfen wir dann auch noch machen und den hören wir jetzt uns auch gerade noch an, weil ich finde den noch wichtig. Doch der Herr Nose zu Recht gesagt, vorhin muss ein bisschen über Grenzen hinausschauen. Das renommierte Robert-Koch-Institut in Deutschland hat gestern das geändert und hat das eigentlich empfohlen jetzt. Ja, es hat einfach zwei Haken. Der eine ist der, da bin ich überzeugt, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt nehmen wir Masken und dann können wir die restlichen Regeln langsam wieder vergessen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und das andere muss man auch die Anzahl von Masken sehen. Also wenn ich jetzt an Österreich denke, das ist ja nicht mal gerechnet worden, wenn alle immer, plus man sollte sie dann noch entsorgen und wegschmeißen und sie sollten noch die fachlich richtige Technik einbauen haben. Man muss einfach ein bisschen realistisch bleiben. Dort, wo es nötig ist, wenn es nützt, so wie es erklärt worden ist, ist es gut. Aber es kann eine falsche Sicherheit geben. Und das sehe ich natürlich auch, wenn ich da die verschiedensten Kommentare in den sogenannten sozialen Medien mich erinnern, dann wird das vorwiegend darauf rauslaufen, dass man Masken anlegt und dann machen wir alles wie vorher. Ja. Und das kann es natürlich nicht sein. Ich bin aber durchaus offen für den asiatischen, altruistischen Ansatz, dass man selber eine anhat, um andere zu schützen. Also von dem her, wenn ich Leute mit Masken sehe, dann denke ich immer so, Messi. Anstatt die skeptischen Blicke, die viele auch beschreiben. Also ich finde das eine gute Sache. Im Moment hapert es mehr an der Anzahl. Wenn man genug hat, dann kann man das durchaus darüber reden, finde ich. Der Jens mit Maske, ist das eine Option? Werden wir das noch sehen, das Jahr? Muss ich denn die auch da in der Schule noch machen? Nur wenn du Corona-Party machst. Nein. Also in dem Fall. Ein anderen Aspekt, den wir noch schnell anschauen, und zwar das Tracking mit einer App. Und da hat der Datenruhe mit seiner App natürlich ein Schlusswort geliefert. Das tun wir uns in Gänze an.
Und bin gespannt, wie du das siehst. Mir wäre noch als wichtig, dass wir das wegen dem Tracy noch mal anschauen. Oder? Wir tun momentan alle Menschen in diesem Land in die Schulden treiben. Wir tun momentan alle Menschen in der Wohnung faktisch einsperren. Es wird gesagt, ältere Leute sollen auf den Balkon oder höchstens ums Haus rumlaufen, nicht mehr. Und da muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, wenn man das kann mit einer App verhindern kann, dass man ein bisschen mehr Spielraum bekommt, dann muss ich sagen, wenn meine persönliche Freiheit so gefährdet ist, wie es jetzt ist, oder ich komme dank einer App, wo vielleicht der Datenschutz ein bisschen geritzt wird, ein bisschen mehr Freiheit über, dann bin ich der Ansicht, ich soll mir die App sofort einsetzen. Ich bin auch der Ansicht, man muss nicht die Software nehmen von Korea, wenn wir genug schnell sind, mit einer Software zu entwickeln. Aber man könnte mindestens die Erfahrung, die sie dort gemacht haben, überführen. Und ich erwarte eigentlich, dass der Bundesrat mit so einer App auch wirklich kommt, wo die Bevölkerung kann damit mitmachen kann. Und ob der Datenschutz zu 100% geschützt ist oder zu 80% nur, interessiert mich fast ein weniger im Zeitpunkt, wo man alle Leute in die Schulden treibt und alle Leute in den Wohnungen einsperrt. Vielen Dank. Also man so aus einem autoritären Aspekt, ja sicher, wenn so eine Technik würde existieren, man könnte einfach sagen, so, ja doch, überhaupt, alle finden es geil, dann gehen wir doch das Zeug raus. So. Ja, könnte man machen, aber ich finde es nicht so cool. Ja, also meine Reaktion war auch mehr gewesen. Und gut, er hat dann gesagt, wo die Bevölkerung kann mitmachen. Also wenn man jetzt Swiss Alert nimmt und man es dort einbauen würde und man das auf freiwilliger Basis kann machen, das finde ich eine gute Sache. Wenn das nachher wieder super gelöscht wird und alle Datenschutzbestimmungen einhalten, kann man das machen. Wenn einem allerdings etwas aufgezwungen wird, dann wird es schon wieder heikel. Yeah. Weil im Vergleich zu den anderen Massnahmen, die jetzt pandemiebedingt sind, die bringen wir nie mehr wieder zurück. Wenn es die App gibt und die überall drauf ist, dann hat der Staat die App. Das wird nie mehr wieder zurückbauen. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Da sehe ich das nicht gleich wie mein Parteikollege Noson. Und darum habe ich gedacht, ja, was kann man denn mit so Daten zum Beispiel machen? Was macht der Aargau? Hast du mitbekommen, was im Aargau abgeht? Nicht wirklich. Also zum Aargau kann ich nur den Herr Rösti zitieren. Nein, das darf man nicht machen. Und es geht um Folgendes. Der Kanton Aargau verschärft seine... Ah, noch schnell für die, die es nur mal hören. Das ist Tele M1 aktuell vom Donnerstag, 2. April. Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus und setzt quasi auf Big Brother. Die Kantonspolizei Aargau darf ab sofort virtuelle Patrouillen einsetzen, um zu schauen, ob die Leute sich an die Massnahmen vom Bund halten, darf die Polizei auf Überwachungskameras live zugreifen. Sie darf sogar bei Spielplätzen, Parks und Wegen noch zusätzliche Kameras aufstellen, muss die Leute aber mit Tafeln auf die Echtzeitüberwachung hinweisen. Bei der Regierung erklärt man die Überwachungsvollmacht für die Polizei so. Also sie dürfen neue Kameras aufstellen, ohne einen Datenschutzbeauftragten, also ohne ein Okay vom Datenschutzbeauftragten, und sie dürfen auf Kameras von Dritten zugreifen. Das ist eine absolute Frechheit. Die können die Bilder anschauen und die werden auch nicht gespeichert. Oder? Das ist nur eine Echtzeitaufnahme. Und wenn man wette. Sind auch nicht denkt für verdeckte Ermittlungen. Oder? Das ist nur eine Momentaufnahme, wo man sieht, hallo, dort hat es viele Leute, oder? Gehen vorbei schauen, dann die ermahnen. Wenn auf den Bildern der Kameras Leute gegen das Versammlungsverbot verstoßen, kann die Patrouille ausrücken und die Leute direkt büssen. Wie viele Kameras aufgestellt und angezapft werden, ist nicht klar. Würdet ihr das bitte kommunizieren? Das geht ja gar nicht. Was ist das für ein Bananenkanton? Die Corona-bedingte Überwachung ist für höchstens 6 Monate genehmigt. Ja, mit dieser Sonderverordnung für Echtzeitüberwachung in Corona-Zeiten prescht der Aargau schweizweit vor. Reaktionen, was die Aargauer Parteipräsidenten zu den virtuellen Polizisten sagen, hat Sophie Kayogarasa gesammelt. Ganz gut. Und jetzt hören wir den Grünen dann mit einer ganz speziellen Meinung, also mit Fakten hat das, glaube ich, nichts mehr zu tun.
klar der Meinung, dass der Regierungsrat mit dieser Massnahme am Ziel vorbeischiesst. Gerade jetzt bei Sonnenschein wäre es eigentlich noch schleuer, wenn sich die Leute, wenn sie sich schon treffen wollen, draussen treffen. Bei Sonnenschein ist das Übertragungsrisiko sicher kleiner als drinnen. Was? Fand die Geschichte statt? Nein, sie fand nicht statt. Sie war frei erfunden. Was zur Hölle? Ich glaube, der hat von dem da profitiert. Kiffen soll jetzt definitiv legalisiert werden. Ja, aber sonst haben wir eigentlich vernünftige Worte, bis dann der Herr Glarner kommt. Eine flächendeckende digitale Überwachung der Leute ist natürlich ein massiver Eingriff in Grundrechte und darum höchst problematisch. Wir fordern den Regierungsrat auf, dass er jetzt die Verordnung sofort zurücknimmt und gescheiter auf Informationen für die Leute setzt, statt auf Überwachung. Sättige Überwachungen sind in weiteren und auch massiven Eingriffen in die Freiheitsrechte. Es gibt mir sehr zu denken, dass er nötig geworden ist. Wichtig ist einfach, dass die Aufnahmen dann auch wieder gelöscht werden und nicht für andere Zwecke verwendet. Wieder gelöscht werden? Das hat doch geheißen, die werden gar nicht gespeichert. Da haben wir schon mal einen Unterschied. Der Regierungsrat wollte damit nicht Kriminalität bekämpfen oder Gewaltverbrechen, sondern Menschen im öffentlichen Raum, die zusammenstehen, auseinandertreiben. Gleichzeitig müsste die Polizei können, die Menschen auch wirklich auseinanderbringen. Das kann sie offenbar nicht, sonst wäre die Massnahmen gar nicht nötig. Wir lehnen sie darum ab. Und da haben wir unseren Andi Glarner, den SVP-Präsident vom Kanton Aargau. Was meinst du, findet das eine gute Sache? Ach so. Geben wir die vorgestellten Massnahmen zur Überwachung des öffentlichen Raums vom Regierungsrat sind verhältnismäßig. Sie sind der außergewöhnlichen Lage, in der wir uns befinden, angepasst. Die meisten Kameras sind ohnehin durch die Datenschutzbeauftragte bewilligt worden. Die meisten, aber nicht alle. Und sie müssen ja gekennzeichnet werden. In diesem Sinn bin ich für diese Massnahmen. Das ist ein überraschend zahmes Statement. Er ist jetzt ja. Präsidial, er muss da von Amtes wegen natürlich auftreten. Aber inhaltlich natürlich ist er sofort zu begeistern für einen Überwachungsstaat, das ist klar. Surprise. Ja, ich bin entschieden dagegen. Darum bin ich auch dagegen, dass man den Datenschutz ein bisschen ritzt, Herr Noser. Ja, das wäre es gewesen vom Corona-Update. Verabschiedung und Outro. Yeah. Produziert hat die Sendung. Das Protokoll habe ich weggelassen. Ich habe es nicht so den Wahnsinn gefunden. Der Michael Solinger. Am nächsten Freitag, am Karfreitag, fällt die Arena aus. Aber selbstverständlich werden Sie über die Auslage in der tagesaktuellen Sendung und allenfalls auch Sondersendungen auf dem Laufenden behalten. Das tun wir Sie auch online. Ich bin für Sie auf Twitter, auf Instagram und Facebook da. Ja, bleiben Sie gesund und denen, die im Spital sind wegen dem Virus, wünsche ich, dass sie bald wieder gesund werden. Aber nur die, die wegen dem Virus im Spital sind, die, die wegen etwas anderem im Spital sind, die können ruhig noch ein bisschen bleiben. Gute Nacht miteinander aus dem Studio 8. Der Bundesrat dankt allen, die sich an die Hygiene- und Distanzmaßnahmen halten. Immer im Interesse des Landes. Das macht einem schon sauer. Freiheit im Verkehr für alle haben wir verinnerlicht. Ja, das wär's gsi von der Meta-Arena für diese Woche. Wir haben, glaube ich, noch einiges zu tun mit dem Schneiden, respektive ich, weil wir haben doch noch einige technische Probleme gehabt. Leider. Aber ansonsten kommt es, glaube ich, nicht schlecht. Ich schaue jetzt auch, wie das mit der Lautstärke funktioniert. Sonst tun wir dann da übernächste Woche, noch mal ein bisschen nachbessern. Nächste Woche Osterferienpause. Das heisst, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Jawohl. In dieser Zeit, jetzt habt ihr natürlich ausgiebig Zeit, wo ihr könnt.
Liken, sharen, klicken, surfen, posten, swipen, taggen, snappen. Und kommentieren. Ihr könnt auch Sprachnachrichten oder Videos schicken an 079 957 6447 via Signal, WhatsApp oder Viber. Ihr könnt bei YouTube unten anschreiben, ihr könnt bei Twitter oder bei Facebook kommentieren und auch auf dem Facebook Messenger erreichen wir uns. Denn wenn ihr super geil drauf sind, könnt ihr uns natürlich auch noch finanziell unterstützen. Das könnt ihr machen via metarena.ch/support, wo ihr direkt die IBAN und Bankverbindung findet, oder paypal.me/metarena. In diesem Sinn wünsche ich schöne Ostern oder sonst christlichen Zauber, keine Ahnung. Hauptsache schöne frei und bleibt daheim. In diesem Sinn, bleibt gesund, ja, bleibt gesund daheim. Ja, ciao zusammen. Ade. Tschüss.